Bei uns gab es keine ukrainische so Gemeinschaft. Also gab es nicht. Gibt es kleine Kirchen, gibt es katholische Kirche, gibt es orthodoxe Kirche, wo gläubige Leute schon zusammenhalten, aber so als Gemeinschaft, als Ukrainer, Gläubige, Nichtgläubige, wie gesagt, verschiedene Ursprünge, sowas gab es nicht. Und tatsächlich, ich war so dieser erste kleine Stein, der als am Donnerstag in die Ukraine Maidan angefangen ist, dann habe ich schon am Samstag mit vielen Leuten telefoniert und versucht, dass wir auch solidarisch auf die Straße gehen. Und das haben wir auch tatsächlich gemacht. Und so durch unsere Straßenprojekte ist entstanden so ein Verein, so eine wie Maidan Köln nennen wir uns. Und der ist jetzt schon so gewachsen, dass jetzt gibt es auch verschiedene Gruppierungen, verschiedene Volontärsgruppen und eigentlich das riesige Gemeinschaft. Und da bin ich natürlich sehr, sehr stolz, dass ich durfte diese Stein